Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe ihr auch. Hier ist heute Trainingskranzspiel. Viel Spaß beim Üben. Und ja, wenn ich mich nicht irre, muss man hier am besten so anfangen, dass man das hier greift. Dass man quasi dann das hier hochhebt und dann hier nach rechts schiebt. Und dann hat man die zwei, vier frei, um sie halt versuchen einzeln zu greifen. Ja, versuchen wir es einfach mal direkt. Na, nicht zu weit. Na, auch nicht zu tief. Na, okay, nicht ganz. Dadurch, dass halt das hier jetzt rechts rüber geschoben wurde, dann ja, war es natürlich klar, dass es nichts wird. Aber ich versuche mal direkt jetzt hier, sie hier zu greifen, einfach nur um zu gucken, ob es dann auch direkt geht. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich die versucht zu greifen, habe sie dann vergriffen und dann lag sie schief und hatte ich ein Problem. Ja, hoffen wir einfach mal, dass das hier diesmal klappt. Na, sah doch gut aus. Komm. Ja, die, also wenn man den Block nicht hat, dann frage ich mich, wie man ihn sonst greifen sollte. Na komm, heben rüber. Alles klar, sehr schön. Ah, wenn man sich bedenkt, dass man so einen Kran auch schon hätte längst komplett haben können. So ist natürlich die Frage. Soll ich sie mittig greifen oder eher seitlich? Ich versuche sie ein bisschen seitlich zu greifen. So, dass ich halt nicht direkt an der, ja, am Haar hängen bleibe. Ja gut, das war vermutlich eine gute Idee. Dass ich halt irgendwie die Magen immer so in die Ecke vom Kran hier reinschmiegen, dass ich auch besser festhalten kann. Wenn man mittig auf so eine spitze Marke losgeht, dann ja, dann passiert natürlich genau das, dass man, dass er vorher stoppt und dann vielleicht ein bisschen, dass nicht ganz so tief geht zum Greifen. Na, war wieder ein bisschen zu früh losgelassen. Jetzt hüpft die andere Marke natürlich wieder weg. So, aber dann probieren wir direkt das jetzt nochmal, dass ich nochmal die Marke hier greife. Dass dann die anderen Marken dann wieder rüberfliegen. So, na los. Na, war ein. Okay, gut, ich bin ein bisschen an der Wand abgeprallt, das hat mir geholfen. Ja, das ist halt der kleine Vorteil bei den Marken hier, wenn man die wirklich dann so greifen kann, dann halt hält der Greifer sie auch fest, weil er sich halt wirklich links und rechts dann, ja, dass er mehr Halt hat, anstatt bei so einem glatten Block. Und ich muss sagen, mit dem Kran kann man zufrieden sein, ja, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich bedenke, dass ich da damals so üble Probleme hatte. Ich habe, glaube ich, 3 Runden in den Kran reingehauen und habe dann halt es nicht geschafft, ihn zu komplettieren. Und wieder nur eine Runde. Ach ja, also heute ist auch nicht mehr so viel da, was man spielen könnte. Es sind auf jeden Fall einige da, die man hätte mit 2 oder 3 Runden spielen können. Unter anderem auch ein paar Monster Hunter Kräne und hier von Super Mario Bros. Wieder, oder eher gesagt, ja, Mario Maker. Aber ja, mit nur einer Runde ist echt nicht viel zu machen. Leider auch hier nicht. Man sieht halt hier, die anderen Marken habe ich schon. Und man braucht ja mindestens 2, damit man halt zumindest an sie hier drankommt. Ach ja. Aber gut, wir gehen erstmal ein bisschen durch hier. Dass ihr euch das wieder angucken könnt. Für die Leute, die dann für vielleicht am Montag ihre Gratisrunden aufgehoben haben. Ja, man sieht es halt hier überall. Was ich vielleicht machen könnte, ist dann hier mir Snowbilligat greifen. Oder vielleicht doch Mauzi. Muss ich dann gucken. Ja, aber ansonsten ist halt wirklich nicht viel da, was man halt wirklich spielen könnte. Hier habe ich ja bis auf die schwierigste Marke, sage ich mal, habe ich hier alles. Hier hätte man vielleicht reingreifen können, dass man halt hier guckt, dass also eventuell vielleicht noch diesen Geldsack runterwirft, also durch links- und Restbewegungen, dass man dann so reingreift, dass man den kleinen Sack hier bekommt und dann halt vielleicht noch die Münze mit drüber wirft. Vielleicht schiebt sich dann auch noch der mit rüber und dann müsste man ihn hier einfach nur einem anderen Kran holen. Der ist 2-mal vorhanden, ja. Und ja, ansonsten ist halt wirklich, ja, ihr seht's ja, jeden Tag dasselbe. Finde übrigens lustig, hier wurden 2 von den Breath of the Wild Kränen wiederholt. Die habe ich ja beide schon. Deswegen brauche ich darüber nicht keine Gedanken zu machen. Und ziemlich viele Risen Paradise Marken. Ja, und das ärgert mich hier immer noch ein bisschen. Die hätte ich nämlich alle haben können. Da bin ich, glaube ich, mit 4 Runden hingegangen. Also hier bei denen speziell, weil die sind auch hier noch vertreten. Noch 2-mal. Ja, und auch diese Marke hier ist dann auch hier nochmal mit drin. Heißt also, ich muss wirklich irgendwann, wenn ich genug Marken habe, muss ich gucken, dass ich halt die Marke hier bekomme. Und die anderen Marken, die kann man ja dann, wie gesagt, die könnte man auch hier holen. Ich könnte sie auch jetzt hier direkt greifen. Aber ich denke mir ganz einfach, wenn ich den Kran hier sowieso spielen muss, dann werde ich die vielleicht früher oder später dann auch bekommen, weil die dann irgendwie oben drauf liegt. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Dass man halt wirklich guckt, was man dann eher spielt. Und den habe ich einmal gespielt. Da habe ich, glaube ich, nochmal so hier genau zwischen die beiden Fackeln gegriffen. Dann habe ich die beide hoch. Nee, warte, ich habe hier so zwischen reingegriffen. Hier, ja.
Und dann habe ich die drei hochheben können, der Typ in der Mitte. Und dann sind dann die, ja, der ist runtergeschoben worden, die sind dann runtergefallen. Und der ist dann wieder halt zurückzufallen, weil wenn man bedenkt, wenn dann drei da oben hängen, dann ist nicht genug Platz, dass alle gleichzeitig darunter fallen. Ja, aber ich glaube, ich werde ganz simpel versuchen, so Billigkeit zu greifen. Dass ich dann zumindest irgendeine Marke habe, die zumindest halbwegs okay ist. Mauzi könnte man wie gesagt auch versuchen, aber ich habe da so ein bisschen Angst, dass ich dann hier hängen bleibe. Und bei Snowbillycap muss ich halt gucken, dass ich hier am besten genauso reinkomme. Dass erstens hier mir Enikoro nicht im Weg liegt und gleichzeitig hier Mauzi nicht vorher umfällt, dass ich halt wirklich hier tief genug komme. Aber hoffen wir es einfach mal. Na, das ist knapp. Das ist echt knapp. Nee. Enikoro liegt doch im Weg, leider. Verdammt. Okay, falsche Idee. Beim nächsten Mal dann vielleicht doch eher zuerst versuchen, Mauzi zu greifen. Ja gut, so könnte man natürlich die anderen Marken bekommen, aber ja. Hätte man jetzt eine zweite Runde, könnte man sich natürlich entscheiden, was man nimmt. Aber ja, war ja auch wieder mehr ein Test. Ihr kennt es ja gerade bei nur einer Runde. Immer ein bisschen schwieriger. Aber gut, dann ja, dann hoffe ich, hat der Papp wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Battle Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir wie immer gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also ja, wenn das so klappt wie bei mir, dann sollte das eigentlich gut laufen. Es kann natürlich auch sein, dass die Marken noch vorher mit runterfallen, was aber dann auch wieder egal wäre, die rechten, weil ja dann durch den Block die sowieso runter rübergeschoben werden. Aber gut, dann ja, dann bis morgen wieder. Ciao, ciao.